Recht herzlich willkommen zur 9. Folge von Planet Nomads. Garage ist da, haben wir letztes Mal angefangen zu bauen und das Auto hatten wir da drin. Da hatten wir dann noch eine Reifenpanne verursacht und dann würde ich mal sagen, fahren wir jetzt am besten mal das Auto da gerade raus. Damit wir es nicht wieder machen, ne? So, und dann können wir weiter bauen und ich habe dann mal so überlegt, dass ich gar nicht die Ego-Perspektive zum Bauen verwendet habe und so wie das aussieht, könnte das viel besser sein. So, und das ist die 0, Block 0. Ne, jetzt habe ich es ausgeschaltet. So, und siehe da. Das macht doch einen ganz besseren Eindruck, oder? Gut. Lass mal gerade ein Stück nach da gehen und nach da gehen, dann geht es vielleicht noch besser. So, super, oder? Von hinten nach vorne ist, glaube ich, noch am einfachsten. So. Steine hin. Ja, das ist, wenn man baut, ne? Dann verschlägt es einen die Stimme sozusagen. Man erzählt nichts mehr. Wenn man hochkonzentriert ist und guckt, dass die Steine auch ja passend sind. Und dabei erzählt man nichts. So, aber jetzt sind wir fertig. Garage steht im Endeffekt. Kein Regen mehr rein. So, jetzt müssen wir nur überlegen, wie kriegen wir da ein Garagentor vor? Keine Ahnung wie. So, dann gucken wir mal in den Bauplan. Da haben wir Favoriten. Sind das Glasscheiben, Türen? Das war unser Motor, der Strom erzeugt. Hier hätten wir dann mal gerade hier diesen, sag schon, die Scharnier. Das war der Jack, das war Licht, das ist so ein Rotating Plate, so eine Drehscheibe. Das ist ein Zaun, eine Zaunecke, Cockpit, was haben wir hier? Indoor Light. Das war der Jack und das war das Licht. Da haben wir Achsteil und Rad. Das war Basics. Irgendwie bräuchten wir aber was. Sag schon. So was wie eine Verriegelung für die Tür. Das war all. Door. Hydraulic door fitted with light and sensors for automatic function can be operated manually requires electricity. Ja. Shapes and size for crystal clear view. Okay. Okay. Das ist das zum Vehikel bauen. Rotating plate. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das bauen soll, damit das funktioniert. Den mal dahin. Und dann würde ich sagen, fangen wir hier mal an. Warte mal, wenn wir den da jetzt auch einbauen, wird das nicht funktionieren. Wir müssen uns eine andere Technik da ausdenken.
Achso, da müssen wir da wahrscheinlich einen wegnehmen. Ne, den da. Und so. Und dann da wieder rein. So, dann die 9 dahin. So. Geht das oder schraubt der schon auf den Boden? Ne, der geht. Das war schon schlecht. Und okay. Oh. Okay, aber der geht nicht weiter auf, sehe ich gerade schon, ne? Doch, da war er jetzt. Oh, oh. Bom. Uiuiui. Wo ist denn mein Haus? Da hinten. Das hat mich aber ganz schön durch die Gegend geschlagen, oder? Das war ja krass. Ja, das war der absolute Raketenantrieb. Kann ich denn laufen mit Shift-Taste und dann vorwärts? Okay. Ist das Ding mal in Bewegung oder steht es jetzt schon? Ich glaube, es steht. Aber, ich weiß nicht, der hat sich jetzt befragt. Ich glaube, das ist noch ein bisschen defekt. Oh. Das ist hier so ein Flipper-Automat, ne? Kaputt, oder was? Ha? Hält er noch? Oh. Wieder die falsche Taste gedrückt, das war ganz schlecht. Also die Physik ist cool, aber gefährlich. Ich glaube, wir machen noch einen mehr, oder? Tja, und jetzt müssten wir hier eigentlich so einen Sachschwamm. Nee. So. Jetzt bin ich runtergefallen. Ja, das ist ja wieder herrlich, wie ich den da bauen kann, ne?
Okay. Oh. Das mit dem Fliegen müssen wir wohl noch üben. So, jetzt sind wir hier oben. Jetzt können wir das bauen. Gut. Okay. So, das Garagentor kriegt gerade seine Form. Hängt an einem Scharnier, wäre jetzt physikalisch wahrscheinlich schon gar nicht mehr machbar. Oh, ich glaube, ich bin schon zu hoch mit der Wand, ne? Ja, genau so ist es. Dieser Stein ist schon zu hoch. Dann kann die Reihe weg. Obwohl, das wäre ja schon dann zu überlegen, ob das nicht dann hält, ne? Ja, müssen wir gerade runterfallen. Geht ja an, ne? So kriegen wir die Tür denn auf? Wow. Krass. Scharnier dreht gerade hier raus, wie man sieht. Kaputt. Oder nur optisch kaputt. Aber funktioniert. Ich glaube, funktioniert noch, ne? Ja, hängt sich wieder ein. Interessantes Scharnier. Oh. Also, ich weiß nicht. So vertrauensvoll ist die Tür, glaube ich. Jetzt laufen wir mal dagegen. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht funktioniert sie ja, die Tür, vielleicht aber auch nicht. Also mit viel Schwung zu. Oh oh. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob die auf und zu ist. Also hier sah es jetzt gerade so aus, als ob das nicht so haltbar ist. Wir können das ja mal gerade gucken, ob wir es irgendwie noch hinkriegen. Aber ich glaube nicht, dass wir da jetzt noch ein zweites Scharnier reingebaut kriegen. Sieht jetzt auf jeden Fall besser aus, aber ob das jetzt hält. Ich möchte jetzt mal gerade keins. Ich glaube, es sind sogar beide Scharniere jetzt dran. Ne? Aber das untere dreht noch raus und das obere ist gar nicht dran, ich glaube, oder? Kann das sein? Ich glaube, das funktioniert nur so rein optisch. Oder?
Ja, eigentlich ist es richtig offen. Da geht's eigentlich kaputt jetzt gerade. Gucken, ob wir noch ein drittes hinkriegen. Glaube ich aber jetzt nicht so ganz. So, dann müssen wir erstmal das haben. Und dann die zwei. Die Tür geht gerade auf. Ah. Ja, jetzt ist die Frage, ob das noch dran gegangen ist oder nicht. Müssen wir mal gucken. Sieht aber rein theoretisch so aus, als ob das passt. Als ob die drei das jetzt tragen. Ja. Kommt gerade zu. Weiß ich jetzt auch nicht. Gut. Aber ich würde mal ganz einfach sagen, für die Folge soll es mal erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.